Weiter geht's mit Tomb Raider. Ich bin Marv und wir sind immer noch hier unterwegs, um unseren Kollegen zu finden. Das hätte ich auch ein bisschen skilliger machen können. Komm, komm raus. Das gibt's doch nicht. So, Gefahr erkannt, Gefahr gewandt. Ich habe ja gesagt, ich will den Raketen, den Granatwerfer mehr benutzen. Gegen Leute, wo es schwierig wird oder so, lasse ich es lieber, und gegen Feinde, die relativ leicht zu erledigen sind, da benutze ich ihn dann gern. Von wo schießt er? Von hinten? Warum? Wo kommt denn der her? Den haben wir doch auf jeden Fall auch in der letzten Folge hier, ne? So wie alle anderen auch. Sollte man meinen. Sollte man meinen. Ist aber vielleicht nicht so. Meine Granaten sind schon wieder voll. Weiter geht's. Hier meine... Mein cooles Gewehr ist immer noch nicht voll. Da brauche ich noch ein bisschen Munition, damit ich das voll machen kann. Aber geht auch so ganz gut, wie gesagt, im Moment. Wer schießt? In Deckung. Ein Eindringling. Da drüben. Schießt der Erste. Stopp. Shit. Im Moment spiele ich ganz gerne mit der Pistole. Der komme ich im Moment ganz gut klar. Okay, der macht auch nichts mehr. Ich habe das Gefühl, mit der Pistole bin ich sehr viel zielgenauer als mit dem Gewehr mittlerweile. Trotz Zoom-Funktion, die wir jetzt haben. Ich wundere mich echt, so wann ich die zweite Pistole bekomme. Lange kann das ja noch nicht mehr gehen. Ich glaube, ich habe die einfach irgendwo übersehen. Was echt ärgerlich wäre. Ach, schau mal, da oben gibt es doch auch was. Wie komme ich denn da jetzt ran? Hm. Irgendwie da oben über das Rohr laufen. Hat sich ausgeröchelt, mein Freund. So einfach wird das gemacht. Feuer frei. Peng, peng, Motherfucker, ey. Man stellt sich auch nicht neben so ein rotes, leuchtendes Fass. Das macht man einfach nicht. Vor allem, wenn eine Miss Croft dabei ist. Oh, das war knapp. Sie kann sich gar nicht richtig festhalten mit dieser blöden Fackel in der Hand. So, ich glaube, jetzt haben wir soweit alles hier. Oh, ein bisschen so, ein bisschen so. Kein Problem, jetzt gehen wir mal nach oben. Schauen wir, was da auf uns wartet. So, so komme ich gar nicht rein. Einfach außen rum gehangelt. Alex, in was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? So, da hinten muss ich hin. Ich schaue mich hier oben nochmal um. Ich sollte jetzt ja hier... In der letzten Folge habe ich diese Spezialaufgabe bekommen. Hier diese ganzen... Dinger irgendwie abzufackeln. Oh, so geht das gar nicht. Doch, geht doch. Aber ich habe nur 2 von 4 gefunden. Die anderen sind irgendwie an mir vorbeigezogen. Vielleicht kommt da noch irgendwas? Ich bin mir nicht ganz sicher.
aber vielleicht auch nicht. Den kann ich nicht runterschmeißen. Kann ich einfach nur irgendwie runterkommen, ne? Ich komme da sonst irgendwie nicht anders hin. Musst du dich einfach fallen lassen. Und dann hinunter mit uns. War hier nicht gerade noch irgendwo was? Ah, da komme ich dann unten rein. Aber ich habe immer noch nicht die Möglichkeit, dieses Ding zu bewegen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich zeitnah bekommen. Aber der Compound-Bogen reicht noch nicht. Also 1873. Das ist lange her. Oh, alle Bronzemünzen habe ich schon. Die alten, da fehlen noch ein paar. Ich habe eh gesagt, dass ich 100% glaube ich nicht mache. Weiß ich nicht. Also dafür müsste ich halt nochmal alles, alle Level nochmal sozusagen abklappern. Ob ich das möchte oder nicht, das weiß ich noch nicht. Das lasse ich noch, mir noch so ein bisschen offen. Das Ding ist zu schwer, zu schwer. Oh, das ging doch, oder? So ein bisschen wenigstens. Nein. Hättest du wohl gern. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Ach, Alex. Der ist scharf auf Lara Croft. Tja, was soll ich dazu sagen? Man kann es verstehen, nicht wahr? Was kann ich hier noch machen? Geflochtene Sehne, eine geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht. Das ist doch schon gut. Mehr Schaden für den Bogen. Kann ich bei der Pistole noch was machen? 7 von 8. Schalldämpfer kann ich noch ansetzen. Schüsse werden schallgedämpft und ihr Schaden damit leicht verringert. Drücke 2, um schallgedämpfte Schütze auszuwählen. Jetzt haben wir auf jeden Fall die typische Craft-Kanone uns gebaut. Aber wir haben halt nur eine von 2. Außer ich mache etwas, um ihr zu imponieren. Liebe Leute, Frau Croft hat überhaupt keine Zeit für einen Freund. Und wenn sie einen hätte, ja, einen Freund, dann ist es bestimmt Nathan Drake. Der Fritz aus Uncharted. Das ist bestimmt genau ihr Typ. Auch so ein bisschen verrückt. So ein bisschen auf der Suche nach Abenteuer. Aber der hat natürlich schon eine Freundin, ne? Ach, fuck. Das hätte ich mir auch schenken können. Jetzt geht er dahin, um Lara zu beweisen, dass er ein paar Eier hat. Ist natürlich grundsätzlich ganz nett, aber auch sehr selbstmörderisch. Oh, fuck. Scheiß instabiles Schiff. Ihr zwei, bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Oh, was ist er denn für ein Riese? Scheiße.
der aushält. Hier, nimm das mit dem Bogen. Fuck. Shit. Was ist der denn? So. Ende Gelände. Oh nein! Oh, der hat gesessen. Nein! Also ich krieg das nicht hin. Völlig unrealistisch. Ich krieg das nicht hin. Warum nicht? Das zieht sich jetzt alles in die Unendlichkeit. Oh, scheiße. Jetzt aber. No. Warum nicht? Ich mach das doch zum richtigen Moment, denke ich immer. Oh nein. Nö. Immer wenn ich dann im richtigen Moment draufdrücke, dann wird's nichts. Wird's nicht. Der tötet mich noch. Sich später drücken oder früher? Früher nicht. So, jetzt versuche ich es mal später. Später war es. Oh, fuck. Gefühlt eine Sekunde Zeit, um den irgendwie auszuschalten. Aber der hält auch so viel aus. Einst war ich ein großer Typ auf dem Schiff, doch dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Hab mich aufgerappelt und nach 25 Kugeln in den Kopf habe ich mir gedacht, ich schlag dir nochmal eine rein. So schwer kann das doch nicht sein. Ich krieg das nicht hin. Solange ich Munition habe, geht's noch. Also stellt euch schon mal ein auf 50 Folgen Tomb Raider. Die nächsten 25 sind nur hier auf dem Schiff im Endkampf mit dem Dicken hier. Ich check's nicht. Ach, scheiße. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das vorspulen sollte. Nicht
Ich glaube, ich hab's. Was für ein Monstertyp, ey. Ach, schau mal, sie hat doch noch einen Platz frei an ihrem Gürtel. Steigklemmenantrieb. Na, der wird uns noch hilfreich zur Seite stehen. Oh Mann, so viele Munition habe ich jetzt für den gebraucht. Fast alle Waffen leer. Aber wie es weitergeht, ich muss euch leider ernsthaft sagen, die Folge ist schon wieder vorbei. Wir haben den dicken Samson hier besiegt. Wir machen jetzt weiter hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider mit Marv. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich glaube schon, fast haben wir es geschafft. Nur noch ein bisschen. Ein paar Folgen haben wir noch vor uns. Dann verlassen wir diese grausame Insel. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.